Willkommen bei BusTV, willkommen bei einem weiteren Format. Hinter mir steht heute ein Stadtbus und es ist nicht irgendein Stadtbus, sondern ein Elektrobus. Es handelt sich um ein Eulies, das ist quasi eine Schwestermarke von Iveco, wird in Frankreich produziert, in der Nähe von Nantes am Atlantik. Ja, mal ganz kurz die Fakten zu dem Fahrzeug. Es ist grundsätzlich ein 12-Meter-Fahrzeug. Seine Höhe ist knapp über 3 Meter, 2,55 Meter beträgt die Breite. Angetrieben wird er von einem elektrischen Zentralmotor, in dem Fall ist es von BAE. Der hat eine Leistung von 120 beziehungsweise als Spitzenleistung, die man kurzfristig abrufen kann, 193 Kilowatt. Und er hat ein maximales Drehmoment dauerhaft von 1000 Newtonmeter und kurzfristig ist dann auch das Doppelte zur Verfügung, also 2000 Newtonmeter. Was haben wir denn für Batteriespeicher an Bord? Insgesamt haben wir eine Kapazität von 360 Kilowatt, wobei 350 nutzbar sind. Das ist schon eine enorme Menge eigentlich. Andere Hersteller geben da nicht so viel frei. Dadurch resultiert natürlich auch eine enorme Reichweite. Eulies garantiert, also bei guten Bedingungen, beziehungsweise eigentlich rund um die Uhr, sagen sie, 350 Kilometer Reichweite. Und damit sind wir ja schon fast doppelt so weit wie beispielsweise ein E-Citaro. Die garantieren, glaube ich, so um die 150 Kilometer. Es gibt aber auch Kunden, wurde mir gesagt, von Iveco, die kommen auch deutlich über 400 Kilometer weit. So, wir haben jetzt Mitte Januar, eigentlich untypisch, man sieht, ich bin relativ leicht angezogen. Normalerweise hatte ich gehofft, wir haben heute minus 10 Grad, vielleicht noch ideal Schnee, wobei Schnee in Berlin, das ist immer so eine Geschichte, haben wir schon seit vielen Jahren nicht mehr so dauerhaft gehabt. Aber wir haben heute knapp 10 Grad, also die Heizung muss heute nicht wirklich arbeiten. Reichweite verliert ja der Elektrobus speziell im Winter durch das elektrische Zuheizen. Das kann der auch. Der Eulies GX 337, so ist übrigens 337E, so ist übrigens seine genaue Bezeichnung, verfügt aber eben auch noch über eine Diesel-Zusatzheizung von Valeo. Da haben wir einen Tankinhalt so um die 60 Liter Dieselkraftstoff. Und der Fahrer kann tatsächlich mit einem Schalter entscheiden, soll das Fahrzeug elektrisch geheizt werden oder mit der Zusatzheizung. Ja, in der Standard-Konfigurationseinstellung wird elektrisch zugeheizt. Ich persönlich finde das eine sehr schlaue Lösung, weil gerade in Zeiten, wo wir ja zu kämpfen haben mit der Reichweite, wo die Akkutechnologie, die Batterietechnologie auf dem Stand ist, wo sie sich heute noch befindet, macht es durchaus Sinn, die Reichweite nicht noch mehr zu beschränken, durch eben so Geschichten wie Heizen. Nun gibt es sicherlich auch noch andere Konzepte. Ich weiß, Mercedes-Benz forscht zum Beispiel gerade an einem Range-Extender. Da gehen wir dann aber von einem Wasserstoffmodul sozusagen an Bord aus. Das soll sozusagen die Reichweite erhöhen und insbesondere die Probleme, die ich habe, wenn ich elektrisch heize, ein bisschen abfedern. Aber ganz klar muss man sagen, Wasserstofftechnik ist natürlich auch sehr teuer, sehr aufwendig und recht kompliziert im Vergleich zu einer konventionellen, fossil betriebenen Zusatzheizung. Gut, Stefan, du kannst ja mal kurz an die Seite kommen und du kannst ja mal kurz den Bus zeigen. Ich habe hinten schon mal die Motorklappe aufgemacht. Wir haben hier, da sieht man es vielleicht auch so ein bisschen, steht es dran, das Design Linium. Das ist so ein bisschen BAT-Design, also so das Schnellbus-Design. Man sieht auch die Front so ein bisschen, ist sie leicht geschwungen. Normalerweise haben die Fahrzeuge des Herstellers eine eher kantige Form. Ja, aber hier sagt man, wir haben ein besonderes Fahrzeug, also machen wir auch ein bisschen optisch was. Dadurch gibt es im Augenblick bei dem Fahrzeug auch die Option, dass wir hier vorne Voll-LED-Scheinwerfer haben. Und man sieht es auch, die Rathäuser sind abgedeckt. Dadurch entsteht auch noch mal so ein typisches Metro-Design. Ja. Und wenn dann der Verkehrsbetrieb oder das Unternehmen
auch noch entsprechend ein schönes Design von außen an dem Fahrzeug hat, ja, dann ist alles gut. Oben die Verkleidung im hinteren Bereich, dahinter verbergen sich sechs Akkupacks, Batteriepacks, und zwei sind nochmal im Heck, die zeige ich gleich. Wenn der Bus eine Klimaanlage hätte, die der aber hier nicht hat, dann würde diese in diesem Bereich auf dem Dach platziert werden, also ungefähr hier oben, kurz hinter der Vorderachse. Ja. Türen haben wir in dem Fall zwei klassische Innenschwenktüren. Die sind pneumatisch betätigt. Es gibt auch noch die Option einer dritten Tür im Heck. So, dann wird es etwas technisch. So, komm ruhig von hier. Was sehen wir hier? Den Motor? Nein, den sehen wir nicht. Wir sehen hier die verbliebenen zwei Batteriepakete. Ja. Einmal hier, einmal hier. Die zweite ist so ein bisschen thermisch geschützt, weil hier unten ja dann noch mehr so warm werdende Komponenten sind. Hier haben wir einen Umrichter, einen Umwandler drin. Das hat mit den Batteriepaketen zu tun. In dem Fall hier befindet sich ein Druckluftbehälter und der Zentralmotor. Da kann die Kamera mal ja ganz sportlich mir folgen und vielleicht mal hier runtergehen. Das ist er hier, sitzt der BAE-Zentralmotor und der treibt hier ganz klassisch über eine Kardanwelle die ZF AV133 an. Das ist eine klassische Portalachse für den niederflurigen Stadtbus. Vorne, weil wir gerade beim Thema Achsen sind, haben wir eine Iveco-Achse. Das ist eine Einzelrad aufgehängte Geschichte. So, nochmal ein bisschen technisch weiter. Diese Leitungen hier oben, das sind Kühlleitungen, die gehen zum Zentralmotor. Die Lüfter da oben auf dem Dach, ich zeige es gerade mal, während ich drüber spreche, die dienen also nicht der Klimatisierung der Batterien, sondern einzig dem Motor. Das Interessante ist, Iveco sagt, unsere Batterien brauchen wir weder lüften noch heizen. Wir haben das ganze ja, Energiemanagement so ausgelegt, dass das nicht notwendig ist und wir trotzdem, das sagt Iveco, in einem optimalen Bereich uns bewegen. Naja, wenn es so ist, dann ist es ja eine gute Sache. Hier erkennt man ein Teil vom Fahrzeugrahmen, das ist Edelstahl. Also der Aufbau ist Edelstahl und die Außenbeplankung, das ist GFK-Material. Ja. Also in Sachen Korrosion dürfte hier eigentlich nicht viel passieren. Gut, dann zeige ich mal auf der Seite. Hier weiß ja jeder mittlerweile, denke ich, alles was orange ist, das ist Hochvolttechnik, also mit Vorsicht zu betätigen. Hier haben wir dann noch den Sicherungskasten. Der macht dann das Fahrzeug bei Bedarf auch stromlos und da haben wir quasi hier nochmal so einen Knochen. Dann kann ich den betätigen und dann ist wirklich aus. Dann ist man soweit auch sicher. Wenn ich hier auf so einen kleinen Knopf drücke, dann entriegelt quasi hier eine Klappe. Und was haben wir da, wenn die Kamera ganz nah rangeht? Genau, den klassischen Combo 2 Anschluss für das Ladegerät. Dieser Bus wird ja über Nacht geladen. Man sagt so maximal 150, aber eher so mit 100 Kilowatt wird geladen. Und damit ist dann der Bus am nächsten Morgen auch wieder gerüstet. Ja, also es besteht allerdings auch noch die Möglichkeit, je nach Anforderung, dass dieses Fahrzeug mit Opportunity-Ladetechnik ausgerüstet wird. Und dann brauche ich nicht mehr ganz so viele Akkus, denn es geht ja darum, dass an der Strecke auf der Linie zwischengeladen wird. Ja. Dann wiederum habe ich aber auch ein Thermomanagement für die Batterien, weil dann natürlich nochmal ganz andere Temperaturen und auch ja, Ströme fließen. So, was haben wir hier? Stefan, komm ruhig runter. Hier haben wir die beiden Fahrzeugbatterien. 24 Volt Bordnetz ist ja nach wie vor vorhanden. Damit wird sowohl die
elektropneumatische Lenkung angetrieben, damit der Fahrer eben auch noch ein Fahrzeug lenkbar hat. Im größten Worst Case, wenn nämlich beispielsweise das Hochvoltsystem ausfallen würde. Aber hier werden eben auch noch andere Nebenverbraucher mit angesteuert. Jeder Elektrobus braucht ja noch normale Fahrzeugbatterien. Ne? Hier haben wir die Prüfanschlüsse, auch nochmal einen Druckkessel und auch einen Hauptschalter. Gut, soweit so unspektakulär. Jetzt würde ich noch mal kurz gern die Front öffnen, damit wir mal sehen, was da drin ist. Oder ich glaube, hier habe ich schon eingerastet. Ich mache das nämlich jetzt relativ kurz. Ja, also hier einfach reinstecken. Ne? Einmal hier und einmal auf der anderen. Da müsste noch offen sein. Genau. So, das, was ich hier habe, das ist typisch Iveco eigentlich. Also wenn der Kunde es haben möchte, ich kenne es schon, ich glaube, ich habe es vor 15 Jahren mal kennengelernt bei einem Reisebus. Da wurden die Klappen ausschließlich mit diesem Schlüssel geöffnet. Muss oder kann man mögen. So, mal gucken, ob es mir gelingt. Ja, es hat funktioniert. Und voilà, es öffnet sich die Bugklappe. Und dahinter sehen wir nicht allzu viel. Wir haben hier in dem Bereich das Scheibenwischwasser. Hier ist die Frontbox, also die Klimatisierung für den Fahrer. Der wiederum ist ja unabhängig, wird ja unabhängig klimatisiert von den Fahrgästen. Bei den Fahrgästen kann der Fahrer erstmal grundsätzlich gar nichts einstellen an Temperatur. Das ist voreingestellt. Das kann das Verkehrsunternehmen, der Betreiber selber machen. Ich zeige mal ganz kurz, wo das auch eingestellt wird. Das zeige ich gleich. Und dann haben wir hier noch das Öl für die Lenkung und so weiter. Wir haben hier einen relativ stabilen Bereich, auch wenn keine extra Crashbox sozusagen hier verbaut ist. Ein Reserverad ist nicht vorgesehen bei dem Fahrzeug. Gut, Klappe zu. Wir gehen mal nach innen. Okay, und die Kamera kann das vielleicht einfangen. Wir haben hier typisch Iveco, typisch Ulliez, einen sehr weit oben angebrachten Fahrerarbeitsplatz. Finde ich persönlich sehr gut. Dadurch sitzt man natürlich auch sehr weit oben, hat eine gute Übersicht, hat eine gute, ich sage mal, Gesprächsverhältnissituation den Fahrgästen gegenüber. Die können einem quasi nicht auf den Kopf spucken. Hat ja auch seine Vorteile. Genau. Und ansonsten ist es ein typischer, ich sag mal, Iveco oder Ulliez Fahrerarbeitsplatz. Dazu erzähle ich dann gleich noch ein bisschen mehr. Dann zeige ich auch die Bedienelemente. Aber wir gehen noch mal kurz weiter in den Innenraum. Hier sieht man, wir haben etliche Sandsäcke verbaut. Das ist natürlich im Standardbetrieb nicht der Fall, aber wir brauchen jetzt das Gewicht, weil wir ja eine Verbrauchsmessung fahren, um zu sehen, wo liegen wir denn hier, was haben wir denn so, also tatsächlich für einen Kilometerverbrauch. Deswegen haben wir hier um die 3 Tonnen Gewicht eingeladen. Ja? Gesessen wird in dem Fall auf in Frankreich produzierten Stühlen, geheizt wird das Fahrzeug hier mit so elektrischen Zuheizern, das sind so Heizlüfter. Und hier sieht man eben auch, wir haben sehr weit nach unten reichende Verglasung. Das macht natürlich das Fahrzeug sehr hell, sehr lichtdurchflutet, ist eine schöne Geschichte und ist aber, habe ich mir sagen lassen, auch Kunden Sonderwunsch. Hier hinter den Dachwuten verbirgt sich natürlich wie bei jedem Niederflurbus jede Menge Technik. Wir haben Steuergeräte, wir haben Luftbehälter hier verbaut. Ja. Also alles, was man braucht, muss man ja beim Niederflurbus irgendwo unterbringen. Beim Hochbodenbus habe ich die Problematik nicht, weil da ist ja im Fahrzeugboden noch genügend Platz vorhanden. Sicherungen für das Hochvoltnetz oben. Ja. Das heißt, das ist eigentlich hier diese Paneele, was hier alles mit abdeckt. Das sieht aus wie ein Steuergerät, oder? Genau, das sind auch die Steuergeräte. Also hier ist wirklich eigentlich die Kommunikation, alles was oben auf dem Dach mit liegt. Ja. Was Hochvolt angeht, wird hierüber gesteuert. Beispielsweise haben wir hier auch dann
Interface-Anschlüsse, das heißt, wenn jetzt je mit dem Motor was sein sollte, den kann ich von hier mit ansteuern oder eben oben auf dem Dach liegendes Hochvoltsystem. Wunderbar. Okay. Genau. So, Manuel Kallenberger arbeitet als Produktmanager bei Iveco Bus. Und Herr Kallenberger, das Fahrzeug, was wir hier hinter uns sehen, wird ja so nicht mehr allzu lange produziert. Ist das richtig? Ich glaube, man spricht schon von auch einem Nachfolger. Was ist denn da zu erwarten? Genau, also man spricht in Anführungszeichen von einem Nachfolger, weil das Produkt an sich, also der Bus an sich, bleibt derselbe. Es ändert sich nur was in der Batterietechnologie. Also aktuell sprechen wir bei den Batterien von der Zen 4 und in Zukunft wird es die Zen 35 sein, was uns einfach ein bisschen Modularität bietet. Das heißt, der Kunde hat die Möglichkeit, nicht wie jetzt in diesem Falle 8 fest verbaute Packs abnehmen zu müssen, sondern er kann bis zu 11 Packs mit 35 Kilowattstunden das Ganze eben modular aufbauen. Und somit hat er einfach ein bisschen mehr Flexibilität und kann entsprechend der gewünschten oder geforderten Reichweite und auch der Passagierkapazität eigentlich das geeignete Fahrzeug für ihn wählen. Mhm. Optisch wird sich da auch was verändern, oder? Optisch wird sich insofern was verändern, dass wir, klar, wir haben jetzt hier momentan diese klassische, wie vorhin besprochen, diese Linium-Front. Es wird sich an der normalen Standardfront was ändern. Wir haben ab März diesen Jahres auch bei der Standardfront LED-Scheinwerfer und im Gesamten wird sich die Front etwas verändern. Das heißt, diese reguläre Standardfront, wie wir sie jetzt kennen, wird erneuert und es gibt eine neue, überarbeitete LED-Front. Mhm. Sie bieten ja nun im Vergleich zum Wettbewerb durchaus respektable Reichweiten an. Woraus resultiert das? Zum einen, klar, haben wir von Haus aus eine relativ hohe Kapazität mit an Bord. Das heißt 360 bzw. in Zukunft 385 Kilowattstunden. Ja, ist einfach auch von Haus aus eine Nummer. Und wir haben eben den großen Vorteil, dass wir weder klimatisieren oder weder heizen noch kühlen bei den Batterien. Das heißt, wir haben nahezu 100% von der Kapazität, die wir mitschleppen, auch nutzbar. So, hier sieht man also gut, dass Zentraldisplay und auch das gesamte Cockpit-Layout, also so eine klassische Anordnung hier. Hier links haben wir halt quasi, das ist für die Fahrerbeheizung. Dann haben wir hier, kann ich umstellen zwischen, ich möchte den Fahrgastraum nur elektrisch beheizen oder ich möchte den Verbrennungszuheizer nehmen. Standardmäßig steht es auf elektrisch zuheizen. Ja. Hier ist nochmal so eine kleine Buchse, um sein Telefon zu laden. Was mir so ein bisschen negativ auffällt, ist, wir haben keine Ablagemöglichkeiten fürs Handy oder Stift oder irgendwie sowas. Das haben wir nur hier unten drin in dem Bereich in der Fahrertür. Ja. So, hier nochmal ganz kurz zeige ich jetzt, oben rechts sieht man die verbleibende Reichweite. Als ich heute angefangen habe, hatten wir 260 Kilometer. Jetzt sieht man, sind schon 345. Also ich produziere quasi Strom. Nein, das heißt, ich bin tatsächlich sehr energiesparsam gefahren, habe viel rekuperiert und das zeigt sich dann auch in der Reichweite. Akku-Ladestand 74%. Dann haben wir hier auf der Seite quasi das Powermeter. Also entweder ich lade, befinde mich im Eco-Bereich oder ich gebe Gas, dann würde der Zeiger nach rechts ausschlagen. Und hier links haben wir halt ganz klassisch den Tacho und das war es auch schon. Hier sieht man noch im Zentraldisplay, ob die Türen auf oder zu sind. Ich sehe so ein bisschen Anzeigen hier für die Fahrerklimatisierung und das war es schon. Also alles in allem sehr einfach gehalten, gefällt mir gut, trotzdem ein bisschen Farbe im Spiel. Man wird als Fahrer nicht mit einem Mäusekino überfordert. Ich habe hier, das sieht man, ganz klassische Spiegel verbaut. Ja. Links und rechts. Und für den Fahrgastraum haben wir dann hier. Hier sieht man nochmal, ich zeige es gerade mal so ein bisschen, die Innenraumbeleuchtung. Die kann ich halt wechseln. Jetzt haben wir die volle Beleuchtung. Das Blaue ist immer noch im Bild. Dann haben wir hier volle Beleuchtung, also halbvolle Beleuchtung oder halt nur diese Stellung. Mehr oder weniger, ja. So, und es ist jetzt immer an. Ich habe jetzt, egal ob ich Licht an oder nicht habe, die Beleuchtung läuft immer im Innenraum. Das Blaue.
stört aber auch nicht wirklich. So, jetzt zeige ich es nochmal. Echt. So, so sieht's aus. So, der Motor an sich macht keine großen unangenehmen Geräusche. Wenn man so auf etwas schlechten Straßen unterwegs ist, dann fällt schon so ein bisschen auf, ja, in der Verarbeitung, Innenraum, da klappert und knarzt noch so ein bisschen. Es fällt jetzt gar nicht auf, also solange die Straße gut ist, ist auch alles geräuschmäßig in Ordnung. Nur wie gesagt, wenn man über Kopfsteinpflaster fährt oder halt eine sehr schlechte alte Teerstraße, dann merkt man es doch. Dass da vielleicht noch ein bisschen Optimierungsbedarf besteht. Auch dieser Bus wird elektrisch geheizt, der Innenraum, aber eben nicht nur. Ich habe hier einen Taster, da ist einmal so ein elektrisches Symbol und unten ist quasi eine Flamme und die deutet darauf hin, wenn ich auf die Flamme stelle, dann wird der Innenraum mit einer ganz konventionellen Dieselstandheizung beheizt. Dafür gibt es dann auch noch mal einen extra Dieseltank an Bord, 60 Liter fast, der nur für die Standheizung, die kommt von Valeo. Und dann spare ich ein bisschen Energie. Das macht durchaus Sinn, wobei der Ulysse hier tatsächlich einen echten Vorteil hat, im Augenblick einigen Mitbewerbern gegenüber. Denn der Hersteller verspricht schon mal grundsätzlich eine Reichweite von 350 Kilometern. 350 Kilometer. Wer sich meinen Film über den E-Citaro angeschaut hat, der wird wissen, dass wir dort garantiert nur, ich glaube, 150 Kilometer bekommen. Also die Hälfte, nicht mal. Ja. Und ich glaube es ja auch erst am Ende des Tages, wenn ich selber getestet habe, was dabei rauskommt, ob es wirklich stimmt oder ob es halt nur, ja, nicht heiße Luft, aber viel Gerede ist. Aber tatsächlich, laut Aussage von Iveco, gibt es Kunden, wo dieses Fahrzeug bereits im Einsatz ist. Die erreichen sogar deutlich über 400 Kilometer Reichweite. Und das ist schon ein Wert, da sage ich, alle Achtung. Ja. Natürlich ist es von vielen Faktoren abhängig. Topografie, Infrastruktur, welches Linienlayout befahre ich, ja, also habe ich viele Stops, habe ich viele Hochgeschwindigkeitsetappen in dem Bereich drin oder eben nicht. Und aber unabhängig davon ist die Reichweite höher als bei anderen. Das liegt unter anderem daran, wir haben hier schon mal eine Batteriekapazität von 350 Kilowatt. Also 360 und 350 Kilowattstunden sind nutzbar. Das ist wirklich viel. Und damit sieht man schon, dass Iveco gestattet, die Batterien tatsächlich sehr tief zu entladen. Das soll aber auch nicht auf die Batterie Lebensdauer gehen, denn es waren, glaube ich, um die 2700 Ladezyklen, die garantiert werden. Und das ist ordentlich. Und wenn man das mal, also 2700 Tage, weil es wird ja an jedem Tag einmal vollgeladen, dann kommen wir so auf ja, rund 8,5 Jahre. Ja? Und das ist, ich glaube, mehr wird von anderen Fahrzeugherstellern, Elektrobusanbietern auch nicht wirklich garantiert. Natürlich, es gibt noch keine belastbaren Angaben, weil so lange gibt es halt den Bus auch noch nicht am Markt. Das muss ich dann tatsächlich zeigen am Ende des Tages, ob es hinkommt. Aber grundsätzlich die Aussage ist schon mal nicht verkehrt. Der Motor im Heck leistet im normalen, also auf Dauer 120 Kilowatt, beziehungsweise, also so ein bisschen mehr, beziehungsweise im Peak in der Spitze kurzfristig um die 190, ich glaube 192, 193 sind es Kilowatt. Und wir haben ein
maximales Drehmoment von 1000 Newtonmeter und in der Spitze 2000, also das Doppelte. Das ist schon für einen Stadtbus ein richtig guter Wert. Wir sind ja heute beladen. Wir haben zusätzlich zum Leergewicht nochmal 3 Tonnen drauf. Bekommen. Das simuliert so den durchschnittlichen Besetzungsgrad eines Stadtbusses. Wir fahren ja auch nicht ständig voll. Und für mich also hier in der Fläche in Berlin absolut ausreichend, muss ich mal sagen. Also ich merke nicht, dass wir irgendwie langsam wären oder Probleme hätten, vielleicht im Verkehr mitzuschwingen. Schwimmen überhaupt nicht. Also es ist jetzt sicherlich auch kein Rennwagen, aber ich kann mir vorstellen, dass die Ingenieure hier auch noch mal so ein bisschen vom maximalen Drehmoment weggenommen haben, damit die Fahrer nicht übermütig werden. Ja, der, wie ich schon erwähnt habe, der Zentralmotor, der treibt halt über eine Kardanwelle die Hinterachse an. Das reduziert noch mal so ein bisschen die Fahrzeugkosten, die Fertigungskosten, dadurch, dass ich eben nicht unbedingt auf die doch recht teuren, anspruchsvollen, radnahen Nabenmotoren zurückgreifen muss, die sicherlich noch mal ein etwas feinfühligeres Fahren ermöglichen würden. Aber ich muss sagen, in Sachen ja, Fahrkomfort habe ich jetzt bisher keinen Grund zum Meckern. Ja. Genau, ansonsten sitzt man in diesem Bus Iveco-typisch sehr weit oben. Das ist ganz gut, weil wenn man hier einen Fahrgast zu stehen hat, ist man auf gleicher Augenhöhe oder sogar noch ein bisschen drüber. Man sieht auch sehr gut übers Fahrgeschehen nach draußen. Das ist von Vorteil. Und es gibt den ein oder anderen Fahrer, die sagen, nee, so Iveco-Bus gefällt mir nicht, wenn ich so hoch sitze. Aber ich glaube, das ist eine Geschmacksfrage und vielleicht auch eine Gewöhnungsangelegenheit. Ja. Und das Interessante, was ich jetzt so finde als Fahrer, das ging mir vorhin so, ich bin eingestiegen, habe die ersten Meter damit zurückgelegt und ja, habe mich eigentlich sofort wohlgefühlt. Ja. Das ist ja nicht bei jedem Fahrzeug der Fall. Es gibt tatsächlich Busse, egal ob Stadt- oder Reisebus, da braucht man deutlich länger, mehr Zeit, mehr Kilometer, bis man so sich zurechtgefunden hat. Aber hier ist wirklich so einsteigen, einrichten, losfahren, wohlfühlen. Also grundsätzlich muss ich sagen, dieses Auto funktioniert. Ich freue mich auch schon auf den Nachfolger, da wird es ja etliche Detailverbesserungen geben. Aber auch dieser Bus ist wirklich eine feine Sache. Sehr schön, dass man hier, wie gesagt, auch so hoch sitzt. Und ich habe hier nochmal so einen Schutz vor den Fahrgästen, die von hinten stehen könnten und so weiter. Die Tür geht, es wird geöffnet, die Fahrertür mit einem Elektromagneten, die öffnet zur Fahrgastseite hin. Auch nochmal so ein Thema Sicherheit, mehr oder weniger. Ja? Gut, ansonsten würde ich sagen, ja, Test bestanden. Und ich bin gespannt, ob es den ein oder anderen Verkehrsbetrieb in Deutschland gibt, der sich auch für so ein Fahrzeug entscheidet. Die RATP, also der französische Pariser Stadtbusbetrieb, ist ja einer der größten Kunden, ganz klar. Hier in Deutschland warten alle mehr auf die deutschen Hersteller. In Frankreich werden natürlich ganz klar die französischen Hersteller bevorzugt. Aber auch hierzulande denke ich, wenn dann der Service stimmt, hat ein Fahrzeug wie dieses absolut seine Berechtigung. Von daher, Ulliez, Iveco, alles gut gemacht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Film, Ihr Sascha Böhnke. Keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring at a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. Call me when you want, maybe I can take.
Keep you.